Ja, hier ist der Petty und heute geht es mal wieder ein bisschen um Harmonielehre. Wir klären den Begriff Transponieren. Was ist das? Was macht das? Braucht man das? Braucht man das nicht? Das klären wir jetzt. Gut, manche Instrumente sind auf C gestimmt. Das bedeutet, dass diese Instrumente klingend notiert sind. Also die heißen klingend notierte Instrumente oder C-Instrumente. Das wäre das Klavier, das Piano, der Flügel, das ist ja derselbe Quatsch, oder eine Querflöte, was auch immer. Das sind C-notierte Instrumente. Dann gibt es noch andere Instrumente, die nennt man transponierende Instrumente. Die sind nämlich, wenn man es so sieht, auf einen anderen Ton gestimmt. Zum Beispiel das Tenorsaxophon, das große Ding mit diesem geschwungenen S-Bogen, das ist ein Tenorsaxophon. Das ist gestimmt in BB, also B-Flat oder Ice oder wie ihr es auch mal nennen möchtet. Und dann haben wir noch Instrumente wie das Altsaxophon, das ist etwas kleinere, das ist in S gestimmt. Und das sind transponierende Instrumente. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich spiele gerade Tenorsaxophon und spiele ein C auf dem Tenorsaxophon, dann erklingt für eure Ohren kein C, wie ihr das kennt vom Klavier, sondern der Ton, auf den das Instrument gestimmt ist, nämlich das beim Tenor das B-Flat zum Beispiel, ne? Oder das verminderte B. So, mache ich es auf dem Alt, kommt das S oder das Dis, ne? In harmonischer Verwechslung und so. Das ist wichtig, also dass man das weiß, denn wenn ihr zum Beispiel eine Akkordprogression spielt, C-Dur, F-Dur, G-Dur, also eine ganz normale 1-4-5-1-Kadenz in C-Dur, dann müsst ihr dem Saxophonisten oder Trompetenspieler oder wen auch immer, müsst ihr dann sagen, ihr spielt in C-Dur. Und der hat dann das Problem, er muss das komplett transponieren. Von C-Dur ist es noch einfach, da spielt man einfach in D-Dur. Wie man das jetzt herausfindet, also ihr habt ein C-Instrument und ein BB-Instrument. Das heißt, ihr seid ein ganzes voneinander entfernt. Das heißt, wenn jetzt das C-Instrument ein C spielt, dann muss das BB-Instrument ein D spielen, um auch ein klingendes C zu haben, ne? Damit ihr den gleichen Ton dahinter herausbekommt und sich das nicht irgendwie schief anhört. Dafür gibt es ein paar Hilfsmittel. Das ist auch relativ einfach dann damit, wenn man die Tonleitern kennt. Und das nennt sich Transpositionstabelle oder auf Englisch Transposition Chart. Die blende ich mal eben ein. So, da könnt ihr dann sehen, wenn das klingend eingestellte Instrument, also das C-Instrument, ein C spielt, muss das BB-Instrument ein D spielen, das EB-Instrument muss ein A spielen und es gibt auch F-Instrumente. Das ist aber nicht so häufig wie BB und EB. Das spielt dann G. Ne? Und an dieser Tabelle könnt ihr das dann sehen. Das heißt, ihr sagt jetzt zum Beispiel, ihr wollt was in A-Moll spielen, dann wisst ihr, A-Moll und C-Dur teilen sich eine Tonleiter, also zumindest die Töne einer Tonleiter. Und wenn wir von C-Dur ausgehend einen ganzen Ton höher gehen auf das D, dann brauchen wir die Mollparallele zu dem D-Dur. Und die Mollparallele von D-Dur ist richtig B-Moll. So, also, wir haben jetzt festgestellt, wir müssen, wenn wir mit verschiedenen Instrumenten spielen, in verschiedenen Tonarten spielen. Klingend die gleiche, aber halt Instrument für Instrument halt das Transponierte. Gut, also anhand solcher Tabellen könnt ihr das sehen. Was noch ein einfacherer Schritt ist, ihr nehmt euch einen Quintenzirkel und geht für das BB-Instrument immer zwei nach rechts von der ausgehenden Tonart. Also von mir aus, ihr nehmt C-Dur, dann geht ihr zwei Schritte nach rechts, also C, G, D und dann habt ihr D-Dur. Also wisst ihr, ihr müsst zwei nach rechts gehen, wir sind in D-Dur. Oder was weiß ich, habt ihr ein Stück in G-Dur, dann guckt ihr, hier ist G-Dur. Dann gehen wir zwei weiter, D-Dur, A-Dur, okay, wir spielen A-Dur. Oder halt in der Mollparallele, wie auch immer. Ne? Gut, also das ist schon relativ cool zu wissen.
beim EB-Instrument sind es dann anderthalb Töne. Und dann spielt ihr anstelle von C-Dur, geht ihr 3 weiter, also C, G, D, A. Dann habt ihr das A-Dur und so weiter, ne? Also ihr müsst immer einfach nur 3 Stellen weitergehen. Das ist nur als Eselsbrücke einfach zum Merken, ne? Also nehmt euch einen Quintenzirkel oder eine Transpositionstabelle und transponiert mal ein bisschen hin und her. Wenn ihr die beiden Tabellen haben wollt, die habe ich erstellt, also mit noch Merksatz drunter, zum Beispiel, zumindest beim Transponieren, dann schickt mir einfach eine Mail und ich schicke euch die beiden Dinge als PDF. Das ist relativ simpel. So. Ihr als Gitarristen macht aber, wenn ihr einen Capodaster benutzt, nichts anderes als transponieren. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Nehmt mal eine Gitarre. Ihr greift ein C-Dur. So, dann ist das ein C-Dur. Spielt ihr jetzt eine C-Dur-Kadenz, also C, F, G, C. So, dann habt ihr in C-Dur eine ganz normale Kadenz. So. Wenn ihr das Ganze jetzt ein bisschen höher spielen wollt, macht ihr Folgendes: Ihr packt den Capo da rein und spielt das einfach auch nochmal. So, dann ist das zwar gegriffen für euch, also wenn ich euch was mit Capo zeige, dann sage ich euch, okay, packt den Capo in den zweiten Bund, zum Beispiel, und greift C, G, D, A, wie auch immer. Dann ist das für euch gegriffen, halt das C oder gegriffen das D oder das G oder gegriffen das D oder das A oder was auch immer. Ne? Gegriffen für euch ist es das C. So, der Akkord, der aber dabei rauskommt, ist kein C, sondern D. Ne? Ihr geht hier ein, also 2 Halbtonschritte runter, indem ihr den Capo in den zweiten Bund packt und habt ein D-Dur. So, spielt ihr jetzt die gleiche Kadenz, die ihr gerade zu Anfang gespielt habt, in C, F, G, C, jetzt in immer noch C, F, G, C, aber mit dem Capo im zweiten Bund, dann kommt Folgendes dabei raus. So, das Ganze klingt ein bisschen höher und das soll es natürlich auch, weil wir sind natürlich jetzt auf D. Ihr spielt jetzt G, Quatsch, D anstatt C. Anstatt F spielt ihr G, ne? Also ihr habt ein Barré und mit einem Barré wisst ihr, verschiebt ihr einfach alles. Also das ist ein G, auch wenn der Capo nicht da wäre, ist das G. Und dann spielt ihr ein gegriffenes G. Was dabei aber rumkommt, ist nichts anderes als ein A-Dur. Nochmal. Ne? Das ist dasselbe. So. Denn wir spielen in D-Dur. D, G, A, D. Ne? Das ist die Kadenz wie in C. C, F, G, C. So, so einfach ist das. Ihr macht also nichts anderes, wie ihr wie dann das EB oder BB-Instrument. Ne? Das BB-Instrument sagt sich, okay, ich spiele ein C. Für das BB-Instrument ist es gegriffen auch ein C. Es klingt aber dann halt das BB. Oder ihr macht es hier, ihr greift ein C, es klingt aber ein D. Ne? Also so müsst ihr euch das Transponieren vorstellen und so funktioniert das. Es ist relativ wichtig, wenn ihr mit anderen Leuten zusammenspielt, dass man einen gewissen musiktheoretischen Hintergrund hat. Was ihr natürlich jetzt noch beachten solltet, bevor ihr wild hin und her transponiert, auch mit dem Capo, ist Folgendes. Das Voicing ändert sich. Ne? Nur mal als Beispiel, wir bleiben mal in dem D-Dur. Und jetzt schneide ich gleich mal, damit ich euch zeigen kann, wie sich das Voicing ändert. Also ihr spielt beide Male D zu D, G, A, D. Ja, also die normale Kadenz. Und einmal mit und einmal ohne Capo. Ne? Also einmal richtig, wie man es kennt, und einmal mit dem Capo halt diese C-Kadenz. Ne? So, es ist beide Male D-Dur, es ist immer D, G, A, D. Okay, wir fangen an.
Jetzt müsstet ihr gehört haben, nachdem ich das jetzt zweimal hintereinander gepackt habe, dass sich da von dem Voicing her auf jeden Fall was ändert. So, klar, ihr spielt, ihr habt weniger offene Saiten, beziehungsweise der Weg der kürzeren Saite ist ein bisschen kürzer, dadurch klingt alles ein bisschen gedrungener. Ist aber nicht schlimm, ihr müsst es nur wissen, ne? Also nicht, dass ich euch jetzt hier was sage, was toll ist und ihr das gar nicht toll findet, ne? Gut, ja, das ist Transponieren. Ich hoffe, ich habe es relativ deutlich erklärt. Bei Fragen, Sorgen, Nöten, Anträgen einfach meine E-Mail-Adresse, die müsste unten drin stehen. Und ja, gut. Ich bin der Petit und sag Adios, Tschüss und Goodbye.